Hallo und herzlich willkommen zurück in Aventurien. Wir spielen Drakensang am Fluss der Zeit und sind auf der Suche nach Mutter Beckerbold. Und hier haben wir sie auch gefunden. In der letzten Folge wollten wir uns nicht mit ihr kabbeln, aber das machen wir jetzt. Glücklicherweise habe ich schon gespeichert, das heißt, wenn wir hier jetzt eine Packung kriegen sollten, können wir gleich hier nochmal einsteigen. Ich hoffe, die ist nicht so stark. Möchtet ihr Blumen kaufen? Spar dir dein Schauspiel. Du bist Mutter Beckerbold. Du wirst mir jetzt auf die Wache folgen. Nun, ich glaube nicht, dass ich euch folge. Du wirst. Und zwar, weil ich dich erstmal blitzdingse. Mag den Zauber irgendwie langsam. So, nochmal ein bisschen extra Schaden. So, extra Schaden. Achso, da kann ich nicht so. Jetzt aber. Das ist schön unnötig. Beide fallen auf die Klappe. Jawohl. Sieg in der zweiten Runde. Mutter Beckerbold, das war dein Leben. Kisten. Ja, ich kann Kisten einfach nicht widerstehen. Die stehen da so rum und wollen geprügelt werden. Das geht einfach nicht anders. So, nachdem wir dann auch das geschafft haben, möchte ich mich mal schnell bei der Kaserne melden und die Belohnung abholen. Bin mal gespannt, wie viel die Mutter wert war. Also der Jüngste war 25 Heller wert, der mittlere Sohn war 50 Heller wert, der älteste 100 Heller. Also war die Mutter entweder 200 wert oder 150. So grob geschätzt. Bin ich mal gespannt. Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ich habe euren Auftrag ausgeführt. Aha. Ja. Das Problem mit Mutter Beckerbold kann als gelöst betrachtet werden. Unglaublich. Du hast uns wirklich die gesamte Familie von Halsabschneidern vom Hals geschafft. Nimm dies als Belohnung. Gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Das waren 250 Heller. Danke, kein Bedarf. Das ist ja super. Das ist ja richtig gut. Es ist fast schon viel. Und wir haben ganze 100 Steigerungspunkte irgendwie insgesamt zusammengearbeitet. Mit den ganzen kleinen Kämpfen und Aufträgen und Tätigkeiten hier und da. Das macht sich. Das wird ja richtig viel irgendwann. So, aber... Hier können wir nichts steigern. Bei den Zaubern. Wirkungsdauer 10 Sekunden und kostet immer 4 Astralpunkte. Er ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, den steigere ich. Gegnerische Attacke wird gesenkt für 30 Sekunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich steigere den. Den werde ich jetzt einfach öfter benutzen. Gegner schwächen. Gegner Schaden zufügen.
Zauberfertigkeit mal Schadenspunkte oder mal keine Ahnung, Stufenpunkte, ich weiß es nicht. Was da in dem Fall SP bedeutet. Reichweite ist ordentlich mit 25 Metern, aber sehr langsam. Alles nicht so leicht. Und da macht Rüstungsschutz der Gruppe plus Modifikator. Modifikator, also das ist den man hier einstellt. Genau, den kann man hier hochstellen. Ein Modifikator, das bedeutet Rüstungsschutz der Gruppe plus 1 kostet mich, ne, dauert dann 10 Sekunden plus wie viel Zauberfertigkeitspunkte ich da reingesetzt habe, glaube ich. Ja. Nee. Ich glaube, in den investiere ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich sollte vielleicht auch abspeichern, was ich steigere. Sonst denke ich mir immer, oh, wieso funktioniert der immer noch so schlecht, der Spruch? Es wäre dann ein bisschen doof. So. Ich könnte mich mit Gerling treffen. Oder die Informationen an Ado weitertragen. Ich glaube, Gerling ist zuerst dran, weil ich irgendwie vermute, Ado hat mit der Hauptquest mehr zu tun als jetzt Gerling. Und deshalb werde ich mich erstmal mit entsprechend ihm beschäftigen. Der Baron stolziert hier rum. Nein, ich wollte da hoch. Gerling, komm raus, wo immer du bist. Zum Beispiel da. Wie ich sehe, habt ihr euch entschieden. Wollen wir unsere Unterredung nun doch an einem ruhigeren Ort fortsetzen? Na gut, einverstanden. Nach euch. Also gut, folgt mir. Hier dürften wir ungestört sein. Meine Gefolgsleute, Jakon Zahn und Pfeifes Glucksauge. Offenbar wollen wir alle den Flusspiraten auf die Schliche kommen. Mir schwebt da eine Zusammenarbeit vor. Zusammenarbeit? Ist das nicht ein wenig voreilig? Es war von einem Informationsaustausch die Rede, nicht mehr. Uns fehlen die Leute, um auf solch wichtige Hilfe zu verzichten, Jakon. Mein Gespür sagt, wir sollten Vertrauen haben. Gerling hat bisher immer einen guten Riecher gehabt. Es ist ohnehin nicht allein an uns, über ein gemeinsames Vorgehen zu entscheiden. Schließlich stecken wir alle zusammen in dieser Geschichte, nicht wahr? Also, was sagt ihr? Wollen wir in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten? Ihr verlangt viel von mir. Sicher, wir folgen gemeinsam Ziel. Aber? Ach, sei's drum, ich bin dabei. Worum geht es denn nun? Meinen Quellen zufolge soll heute Nacht nach der Ausgangssperre ein Schiff im Hafen anlegen. Es soll Hehlerware an Bord haben, die aus den Piratenüberfällen stammen könnte. Jedenfalls werden wir uns das mal genauer ansehen. Nach der Ausgangssperre? Ist das nicht zu riskant? Der Hafen wird doch sicherlich auch von Patrouillen bewacht. Normalerweise hättet ihr damit recht. Doch nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, wird es in dieser Nacht keine Patrouillen geben. Eine schwierige Angelegenheit. Der Einfluss der Hintermänner muss weitreichender sein, als wir bislang vermutet haben. Nun ist die Frage nur, wie weitreichend? Es hilft alles nichts.
Wir finden es nur heraus, wenn wir uns selbst ein Bild von der Lage machen. Wie wollen wir vorgehen? Sobald ihr bereit seid, wird euch Jakon nach Einbruch der Dunkelheit zu unserem Treffpunkt bringen. Dort besprechen wir kurz die letzten Einzelheiten und brechen dann gemeinsam auf. Ich habe verstanden. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich spüre, dass ihr euch der Gefahr bewusst seid, in die wir uns begeben. Vergewissert euch, dass ihr gut genug vorbereitet seid. Und trefft Jakon dann hinter der Taverne am Marktplatz. Natürlich. Ich werde mich vorbereiten und komme dann zur Taverne. Tja, wäre ja alles gesagt, nicht wahr? Ihr müsst mich nun entschuldigen. Auch ich habe noch einige Dinge vorzubereiten. Ach, und haltet euch bedeckt. Zu niemandem ein Wort über unsere Mission. Wie ihr wünscht, bis heute Nacht. Und dann waren sie weg. Oh, Kiste. Wie kann man sich immer so über Kisten freuen, vor allem wenn so ein Scheißdreck drin ist. Okay, ich gebe es zu. Ich bin halt einfach leicht zu begeistern. Na gut. Wir könnten noch bei den Händlern reinschauen. Was? Viel zu tun. Jedes Kleidungsstück der ganzen Gegend ist schon mal durch meine flinken Finger gegangen. Dann wirst du bestimmt irgendwas noch haben, was auch für mich geeignet ist. Teure Stiefel. Boah, die sind jetzt auch nicht so der Bringer. Lederhandschuhe für Bogenbauer. Nee. Bau keine Bögen. Gut. Da ist mein Helm besser. Seidenpluderhose. 4 Dukaten. Die ist aber besser als die anderen, oder? Ja. Die sieht zwar affig aus, aber die ist ein richtiger Schutz. Im Vergleich zum anderen ist sie gerade doppelt so gut. Nee, ansonsten hat er nur teure Kleider. Gewand der Verwirrung. Ah, okay. Der Gegner wird verwirrt. Na dann. Ich dachte schon, man torkelt da halbtrunken und völlig Banane durch die Gegend und wird niedergemacht. Das wäre mal die 500 Dekaten wert, echt. Hohe elfische Lederstiefel. Das ist doch mal ein Schuh wert, den man gern hätte, aber als Zwerg darf ich es nicht tragen. Was wirklich gut ist, ist hier für 500 Dukaten zu kriegen. Was mache ich mit einem Satinkleid? Gut. Nicht so wichtig. Das hilft nichts. Schade. Da hinten gibt es noch den Juwelier. Seid gegrüßt. Stöbert ein wenig in diesen Schmuckstücken aus allen Winkeln Aventuriens. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Dip, 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 dip. Krimskrams. Geschmeide der Raya. Charisma, okay. Fex. Fingerfertigkeit. Nicht so interessant. Gewandtheit, auch nicht so interessant, aber 30 Dukaten sind mehr als doppelt so viel, wie ich hab. Nee. Nö, das hilft nichts.
Ich glaube, ich muss mal beim Laurelin vorbeischauen und meinen ganzen Plunder in die Kiste werfen. Ist da ist ja. Geht so nicht. So kann man nicht arbeiten. Okay. Er hat aber auch nichts, was wir brauchen. Feinste Schmuckwerk aus fernen Landen. Fein gearbeitete Amulette. Und dann können wir uns noch schnell bei der Alchemistin umschauen. Vielleicht hat die ja noch was Neues. Was kann Moralia, die Alchemistin, für euch tun? Handeln. Tränke und Zutaten. Bei mir gibt es alles, was das Alchemistenherz. Raunenpulver. Zutat, okay. Schwefelquell. Einbeersaft nehme ich. Rezepte. Ah ja. Okay. Okay. Wenn ich Alchemie kann, kann ich mit den Rezepten Sachen brauen aus den Utensilien, die ich habe. Gut. Gut zu wissen. Ich hoffe, ich muss die Rezepte nicht jetzt alle kaufen und dann später, wenn ich sie nicht gekauft habe, kriege ich sie nicht mehr, weil dann hätte ich nämlich ein Problem. Ich wollte nämlich nicht allzu viel von der Kohle für Rezepte raushauen. Vor allem, da ich selber nicht brauen kann. Ich habe noch gar keinen, der brauen kann. Machen wir auch nicht. So. Dann könnten wir noch da hinten vorbeischauen. Genau. Du, was hast du mir anzubieten? Herzlich willkommen. In der ganzen Stadt werdet ihr keinen genaueren und sorgfältigeren Bogenbauer finden. Überzeugt euch selbst. Kannst du mir was beibringen? Bogenbau. 10 Dukaten. Ach, nur Schnäppchen. Herzlich willkommen. In der ganzen Stadt werdet ihr keinen genaueren und sorgfältigeren Bogenbauer finden. Überzeugt euch selbst. Ist dem so. Dann lasst mich eure Arbeit sehen. Alles für die Jagd. Bögen, Pfeile, Holzenpfeile, Kugeln, Federgänse, Gänsefedern, Ulmenholz, Leim, Sehnen, Bolzenspitzen, Pfeilspitzen, Steineiche. Und ein paar schöne Rezepte. Und ein Schnitzermesser. Erhöht das Talent des Bogenbauers. Cool. Nicht gut für den Kampf, aber als Schnitzerwerkzeug echt geeignet. Man muss aber gestehen, dass die Sache mir nicht wirklich weiterhilft. Was sind wir da? Hereine mit euch. Was führt euch zu mir? Was kannst du uns anbieten? Einfacher Verband. Wundpulver. Na. Hereine mit euch. Was führt euch zu mir? Und was kannst du mir beibringen? Giftkur, Heilkunde und Pflanzenkunde. Nee, das ist alles nicht so das, was man braucht. Jakon, zu dir komme ich später. Alchemistin könnte mir auch nicht wirklich helfen. Nee, Planänderung. Wir machen zuerst den Bericht fertig für Ado. Irgendwie sieht es nämlich so aus, als sei jetzt der Gerling der neue Hauptquest-Strang. Und nicht, dass wir dann hier die Geschichte Ado verpassen.
wahrscheinlich eh zusammengeführt, das Ganze. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, da seid ihr ja wieder. Schon etwas Brauchbares herausgefunden? Das habe ich in der Tat. Und zwar von einem Krämer. Er meinte, er habe zufällig mit angehört, wie zwei Flussleute über die Piraten sprachen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Was haben sie sich denn erzählt? Nun, dass die vielen Überfälle mit einem Wettstreit der Piraten zu tun haben. Scheinbar dreht es sich dabei um einen Schatz, der im Fluss verloren gegangen sein soll. Um was für eine Art Schatz es geht, bleibt im Dunkeln. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Hella als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr herausfinden können? Büttel Rebiger hat mich ins Vertrauen gezogen, was ein Gerücht bezüglich des Piratenanführers anbelangt. So? Hat es denn etwas mit den Piratenüberfällen zu tun? Nicht direkt. Doch sagte er, man erzähle sich, dass der Anführer der Piraten sei exischen Blutes. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Hella als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr herausfinden können? Ich konnte von einem hiesigen Bettler, dem alten Griese, etwas über die Piraten in Erfahrung bringen. Aha, und worum handelt sich's dabei? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, erzählt man sich, die Piraten können ihr Schiff auf magischem Wege unsichtbar machen. Daher ist es auch so schwer, sie dingfest zu machen. Hab Dank, dass ihr euch etwas umgehört habt. Vielleicht bringt uns eine der Geschichten ja auf die richtige Spur. Nehmt zum Dank diese Hella als kleine Unterstützung. Ich werde die Neuigkeiten an Forgrim und Kuano weitergeben. Juhu! Richtig entschieden, das war der Weg, den wir brauchten. Gästebuch. Also hier handhabe ich es mal wieder so wie bei den anderen Büchern. Wenn ihr euch das durchlesen möchtet, schaltet einfach mal kurz auf Pause, lest es euch durch. Und dann bei der nächsten Seite wieder auf Pause, um es euch durchzulesen. Ganz einfach. Bei Vorlesen möchte ich es nicht. Würde so viel von der Spielzeit ausbremsen und muss dann nicht unbedingt sein. So, hier plündern wir jetzt noch alles, was in der Schenke zu kriegen ist. Tuch. Ein schäbiges Fass. Und ein schäbiges Fass. Und eine schäbige Kiste. So, das war prima. Die Geschichte Ferdox. Ein Buch, das werden wir nachher auch gleich mal lesen, beziehungsweise ich werde es euch aufschlagen und ihr könnt dann könnt es dann lesen, wenn ihr möchtet. Das ist doch so eine schöne große Wanne, in der auch der Schneckerrichter gelegen hatte. Der vor sich hingekocht hatte, beziehungsweise gebadet hatte. Im Magierturm, falls ihr euch erinnert. Fand ich echt etwas skurril. So, was finden wir hier? Nix. Der Kosch. So, wir haben noch etwas Zeit, deshalb einmal die Bücher lesen. Ihr wisst ja Bescheid, Pause drücken und weiter geht's. Und so, das sollte reichen.
Und hier haben wir noch den Kosch. Auch noch nicht gelesen. Und weiter geht's. Nächste Seite. Und fertig. Das hatten wir, glaube ich, gelesen. Wenn nicht, haben wir es dann jetzt gemacht. Ja, da war ja nichts mehr drin. Hatte ich ja alles geplündert. Schön, jetzt wollen wir nach unten nachschauen. Hier oben sind wir durch. Hier können wir nirgends mehr hin. Da geht es auch nicht lang. Gästebuch hatten wir gelesen. Ein Fass. Weil wir schleppen jetzt uns Unmengen an Bier mit uns rum. Und Alkohol und... Warte, einen habe ich noch. Wie wär's denn mit dem hier? Beschwert sich ein Gast. Das Wildschwein sieht aber nicht gut aus. Darauf der Wirt, kein Wunder, ist ja auch schon tot. Okay. Obwohl, ich hab da neulich was in den... Sein oder nicht sein? Eine Frage, Gott. Die spätestens seit Speerschüttler Willi zur regen Diskussion geführt hat. Um nach dem Sinn des Seins zu fragen, müssen wir hier unterscheiden. Ich möchte hier raus. Stammtisch, Philosophen und Witzeklopfer. Nee, das muss nicht sein. Alte Frau? Regen ist Silber, Schweigen ist Gold. Hey, was lauft ihr einfach so in meine Küche? Ja, ich hoffe, es ist was Wichtiges. Nun ja, so wichtig ist es eigentlich nicht. Ich gehe dann mal wieder. Wartet! Nicht so schnell. Ich war vielleicht ein bisschen forsch. Ihr seht aus, als würdet ihr viel herumkommen. Das stimmt. Wieso? Nun, ich probiere gerne neue Rezeptideen aus. Dazu suche ich verschiedenste Zutaten, die nicht einfach bei einem Händler zu kaufen sind. Um was für Zutaten handelt es sich denn? Nun ja, das sollten wir nicht so laut besprechen. Ich bräuchte Rattenschwänze, die sind mir ausgegangen. Und nun ja, angeblich sollen Asselaugen und Froschschenkel auch vorzüglich schmecken. Rattenschwänze? Ich denke, ihr meint Wolfsrattenschwänze. Nun ja, das klingt wirklich außergewöhnlich. Aber es schmeckt vorzüglich. Glaubt mir, manche Dinge schmecken besser, als sie aussehen. Mag sein. Ich bewundere zumindest eure Experimentierfreude. Ach, nur wer wagt, kann Neues schaffen. Wenn ihr auf euren Reisen also Rattenschwänze, Froschschenkel oder Asselaugen findet, bringt sie mir. Ich zahle gut. Übrigens nehme ich auch alte Brötchen. Ich werde daran denken. Fein. Aber jetzt bitte raus aus meiner Küche. So. Und da wir jetzt aus der Küche verbannt wurden, würde ich sagen, machen wir auch eine schöne Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.